Ihr kennt sicher das Phänomen, dass bei einem Windows-System, das man länger installiert hat, der Start immer länger und länger dauert. Und woran das liegt, ist eigentlich ganz einfach. Nämlich, wenn ihr immer, also bei jeder Programm, bei neu, jeder neuen Programminstallation versuchen, sich einige Programme in den Autostart zu legen, dass sie schon mitgeladen werden, sobald Windows hochfährt. Und das verlangsamt natürlich den Start. Wie ihr diese Problematik jetzt mit Windows-Bordmitteln beheben könnt, zeige ich euch in diesem Video. Es gibt dazu viele Tools, aber die sind meiner Meinung nach meistens relativ nutzlos. Also, was ich jetzt hier mache, mache ich auf Windows XP. Das ist ein relativ sauberes und neu installiertes System. Aber die Anleitung, die ich jetzt gebe, funktioniert bei Windows Vista und Windows 7 genauso. Nummer 1 ist, wir drücken auf der Windows-Tastatur Windows und R, dann kommt das Ausführen-Fenster und wir geben jetzt hier ms-config ein, bestätigen mit Enter und jetzt kommen wir in das System-Konfigurationsprogramm. Hier wählen wir den Reiter System Start aus und sehen hier auch schon zwei Einträge. Das ist bei uns das, was im Autostart liegt. Und zwar in der Registry. Hier hinten sehen wir den genauen Pfad. Jetzt habe ich hier zwei Einträge. Avast UI. Da sehe ich auch den Pfad, in dem es liegt. Und CTFmon. Naja, also Avast, das ist mein Virenschutz. Den seht ihr hier unten in Orange. Den möchte ich schon drin lassen. Oh, aber was ihr hier, dieses CTFmon. Tja, ich habe es eigentlich nicht installiert. Aber jetzt will ich es auch nicht rausnehmen, ohne zu wissen, was es ist. Deshalb starte ich mal in Firefox und frage einfach Google, was es mit diesem CTFmon auf sich hat. Da finde ich auch schon gleich zwei interessante Einträge, nämlich einmal von WinTotal das Tipp-Archiv. Und hier bekomme ich eine Beschreibung des Programms. Der Prozess CTFmon liegt im System 32-Verzeichnis und bremst vor allem ältere Systeme merklich aus. Bei dem Prozess handelt es sich um einen Bestandteil von Microsoft Office. Okay, Office habe ich gar nicht installiert. Und es wird auch jetzt hier beschrieben, was es genau ist. Es ist für die alternative Benutzereingabe. Also brauche ich eigentlich nicht. Also hier steht nochmal Spracherkennung, Handschriftenerkennung. Brauche ich nicht. Also kann ich das erstmal rausnehmen. Jetzt steht hier allerdings noch, dass es sich angeblich wieder aktivieren würde im Autostart. Die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Also normalerweise bleibt es bei mir auch dann deaktiviert. Gut, ihr könnt jetzt auf dieser Seite, ich poste den Link dann mal in die Videobeschreibung, ist noch ein CTFmon Remover drauf. Da kann man es komplett entfernen. Das lasse ich jetzt mal sein, weil im Moment im Video geht es ja nur um den Autostart. Ja, also erstmal so viel, wie ihr da hinkommt in das Menü und wie ihr das bearbeiten könnt. Und jetzt zeige ich euch noch eine Autostartliste, die etwas praller gefüllt ist und wo wir mal schauen, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Vielleicht erkennt einer von euch ja seine Prozesse darin wieder. So, jetzt bin ich in meinem Windows 7 System, das ich in Benutzung habe, und da ist schon einiges mehr drauf los, was in der Systemstartleiste so liegt. Und das erklärt auch, warum viele Windows-Betriebssysteme sehr langsam beim Hochfahren sind. Also, wenn ihr euch mal die Liste anschaut, da ist schon so einiges drin. Okay, wir gehen es mal von oben her durch. So, jetzt habe ich hier den Adobe Updater Startup Utility. Das ist einfach nur ein Programm, das gleich mal mitstartet, falls es irgendwelche für die Adobe-Anwendungen, die ich installiert habe, irgendwelche Updates gibt. Brauche ich nicht. USB-Server, damit verbinde ich meine USB-Festplatten. Der soll mitstarten, das habe ich mir selbst so eingerichtet. TrueCrypt ist für meine Festplattenverschlüsselung, brauche ich auch. Dämmtools Lite brauche ich zwar auch, muss aber nicht mitstarten, nehme ich also auch mal raus. Avast Antivirus lasse ich natürlich drin, Antivirus muss immer mitstarten. Der Canon Scanner Selector, der bleibt auch drin, sonst funktioniert die Netzwerkerkennung meines Scanners nicht. RTK Hotkey, das ist jetzt zum Beispiel typisch für Asus Laptops, wie ich einen habe. Das sind diese blauen Funktionstasten oder diese Touch-Tasten oder bei jedem ist das ein bisschen anders. Also sind diese
Extra-Tasten quasi, die man jetzt auf den Asus-Notebooks hat. Ohne diesen Treiber lassen die sich nicht ausführen. Ja, Betriebssystem Microsoft Windows. Ja, das machen wir mal drin. Jetzt habe ich hier noch den Adobe CS Service Manager. Sagt mir nichts, brauche ich nicht. Also im Zweifel könnt ihr eigentlich fast alles deaktivieren. Ihr könnt es ja im Nachhinein dann auch nochmal aktivieren. Auto-Hotkey, das brauche ich, das habe ich mir auch selbst da reingelegt. Und jetzt kommen ein paar Sachen, die habe ich schon alle deaktiviert. Da ist jetzt zum Beispiel wieder Adobe Acrobat Distiller Helper Application, Adobe Acrobat und so weiter. Die Programme kann ich ja alle noch verwenden, nur die müssen halt eben nicht beim Systemstart mitladen. Also hier Demo-Tools nochmal, Microsoft Office. Alles Sachen, die zwar nützlich sind, aber wie gesagt, einfach beim Starten nicht mitladen müssen. Zum Beispiel auch Skype legt sich da gerne rein oder hier der von einem AT-Treiber. Der möchte sich gerne in den Tray hier minimieren. Also ihr seht eine ganze, ganze Menge Applikationen, die jetzt da deaktiviert sind. Ihr könnt euch vielleicht ungefähr vorstellen, wie lange mein Windows starten würde, wenn die alle aktiviert wären. Ich habe jetzt hier auch noch mal gerade ein paar rausgenommen. Und wenn ihr euch unsicher seid, wenn ihr nicht wisst, was das ist, könnt ihr dann nach Google schauen, ob ihr sowas braucht oder nicht.